Frau Bachmann, Sie sind Leiterin hier des Impfzentrums auf Phoenix West. Wie fällt Ihre erste Bilanz nach den ersten Monaten aus? Positiv, ganz positiv. Wir sind hier zu einem Team zusammengewachsen, die KVWL, der Apotheker, die Leute, die sich freiwillig aus der Verwaltung gemeldet haben, um hier zusammen diese Aufgabe zu bewältigen, die Pandemie zu bekämpfen durch Impfung. Das macht sehr viel Freude, das macht sehr viel Spaß, weil wir auch ganz viel positive Rückmeldung der Impflinge bekommen, die hier mit einem guten Gefühl die Halle verlassen. Der Grund dafür war, es sind angekündigte Impfstoffmengen gekommen. Und je mehr Leute ich eigentlich hier durch die Halle, durch das Impfzentrum bringen muss, muss man gucken, was ist mit dem Sicherheitskonzept, was mit dem Hygienekonzept. Und der Eingang vorne in der Halle war zu klein, um diese großen Mengen mit dem AHA-Abstand, den wir nach wie vor benötigen, hinzukriegen. So war es auch hier in dem Ausgangsbereich. Und was wir brauchten, waren für den Check-in, wo die Unterlagen ausgegeben werden, und auch hinterher für die Registratur nach der Impfung, mussten wir mehr Arbeitsplätze errichten. Das haben wir getan, und das hat dann auch in dem Leistungstest ergeben, dass wir bis zu 3.800 Leute hier tatsächlich impfen können. Sie haben den Leistungstest gerade angesprochen. Wir haben ja angefangen mit ungefähr 700 Impfungen am Tag. Am letzten Donnerstag dann der große Leistungstest mit 3.500 Impfungen hier. Das hat alles gut geklappt? Ja, das hat super gut geklappt. Ein Problemchen hatten wir, es gibt ja jetzt den Erlass, wonach die Leute, die die Erstimpfung mit AstraZeneca gehabt haben, die jüngeren Leute, mit BioNTech geimpft werden sollten. Wir hatten also dann auch BioNTech eingepreist. Was wir unterschätzt haben, war, dass diese Leute doch bei der Impfung mit AstraZeneca bleiben wollten, sodass wir dann noch mal schnell beim Land ein bisschen Impfstoff nachordern mussten, was dann auch ein bisschen zu Schlangen vor der Tür geführt haben. Aber das Land hat geschickt. Wir konnten dementsprechend auch den Impfstoff verimpfen, den derjenige dann gerne haben wollte. Jetzt haben Sie es gerade schon kurz angesprochen, 3.500 am vergangenen Donnerstag, die hier geimpft wurden. Es würde aber theoretisch auch noch mehr gehen. Das will ich jetzt mal so, ich sag mal 3.500 bis 3.800, das ist aber, glaube ich, dann das Maximum. Was mir fehlt, ist Impfstoff. Also wenn ich keinen Impfstoff so wie bekomme und die Priorisierung nicht fällt, dann werde ich leider dieses Impfzentrum nicht so auslassen können, wie ich es gerne hätte und wie es also jetzt auch dasteht, wie es sein könnte. Der Impfstoff ist noch nicht so in dem ausreichenden Maße leider da. Vielen Dank. Herr Westphal, das Impfzentrum ist jetzt hier in der Warsteiner Music Hall seit einigen Monaten bereits am Start. Wie ist so Ihre erste Bilanz? Ja, eine hervorragende Bilanz aus meiner Sicht und tatsächlich auch nicht nur aus meiner Sicht. Wir bekommen hier alle viel Post in diesen Tagen und bezogen auf das Impfzentrum bekomme ich einfach sehr viel positive Post von Menschen, die sich bedanken, die sagen, sie hätten das Schlimmste erwartet, weil sie in den Medien lesen, wie schwierig das hier sei. Und als sie dann hier waren, haben sie gesagt, es war alles super. Freundliche Menschen, klare Abläufe, man hat sich um alles gekümmert und sie waren so glücklich. Und es ging auch noch ganz schnell. Also genauso ist der Alltag hier und deswegen will ich die Gelegenheit nutzen und mich auch bedanken bei den Kolleginnen und Kollegen, die das hier möglich machen. Seit dem 8. Februar sind wir unterwegs, durchgehend stehen wir bereit für die Menschen. Hochachtung und Respekt für die Kollegen, die das machen. Herzlichen Dank. Frau Bachmann, die Leiterin des Impfzentrums, hat uns gerade hier von ein paar baulichen Veränderungen erzählt, die nötig waren, um hier noch mehr Leute impfen zu können. Sie haben es gerade auch noch mal angesprochen. Wir würden uns eigentlich wünschen, dass mehr Impfstoff kommt. Funktioniert aber leider nicht. Ja, also scheinbar. Jedenfalls ist eigentlich ja die Prognose, dass viel mehr Impfstoff schon da sein sollte. Im zweiten Quartal dieses Jahres waren 70 Millionen Impfstoffe für die ganze Republik angekündigt. Wir sehen es nicht in den Steigerungsraten. Kann ja nur im Juni dann kommen. Jedenfalls war das der Grund, vorbereitet zu sein und die höchste Grenze der Leistungsfähigkeit hier auch jetzt schon an den Tag zu legen. Und es hat wunderbar geklappt. Auf der Bühne hinter Ihnen sollten eigentlich, wenn es kein Corona gibt, Bands stehen, Künstler stehen, die hier auftreten. Das ist möglicherweise vielleicht sogar bald wieder der Fall, wenn unsere Inzidenzen weiter sinken. Was passiert dann hier mit dem Impfzentrum? Müssen wir möglicherweise umziehen? Nein, das Impfzentrum ist kein Wanderzirkus, sondern es ist darauf angewiesen, dass es stabile Situationen gibt. Und
Ich glaube auch nicht, dass das so schnell geht, dass wir wieder solche Festivals feiern können mit ja, fast 3000 Menschen auf engem Raum, sondern das dauert noch ein bisschen. Und da hoffe ich dann, dass wir dann eigentlich mit der Impfzentrumstruktur so weit sind, dass wir sie nicht mehr brauchen, sondern über den Hausarzt eigentlich ganz normal unsere Impfung bekommen. Vielen Dank.